1987 hat er den alternativen Nobelpreis erhalten. 2004 bekam er das Bundesverdienstkreuz. Er ist Mitglied des Club of Rome. Er ist Ehemann, Vater und Wissenschaftler. Heute begrüße ich den Naturwissenschaftler Professor Dr. Hans-Peter Dürr. Was mich persönlich sehr interessiert ist, welches Schlüsselerlebnis hatten Sie in Ihrer Jugend, dass Sie diesen Weg eingeschlagen sind? Ich war nicht ein Wissenschaftler von Anfang an, obwohl ich mich interessiert habe, also für Sterne und so fort. Aber ich meine, ich wurde geprägt eigentlich durch den Krieg. Ich bin ja noch ein Kriegsteilnehmer gewesen, die Alpenfestung zu verteidigen als 15-Jähriger. Und das kann keiner so würdigen, was das bedeutet für einen so jungen Menschen, sofort in den Krieg hineingeworfen zu werden, auch die ganzen Bombenangriffe mitzuerleben und diesen Tod und diese Zerstörung, all dieses zu erleben, hat letzten Endes dazu geführt, als das alles vorbei war, dass ich in einer großen Depression war. Ich meine, wie man eigentlich eine jugendliche Zeit verbringen kann, indem man Opfer bringt, also Bunker baut für den Luftschutz und so fort und dann am Schluss als Krimineller dann bezeichnet wurde, wo man selbst erlebt hat, wie die besten Freunde zugrunde gegangen sind, wie wir verschüttet wurden mit der ganzen Familie und so fort. Und ich habe kein Vertrauen mehr zu den Menschen gehabt. Und ich habe gesagt, ich möchte einen Beruf ergreifen, wo ich selbst entscheiden kann, was richtig und falsch ist. Man wird ja nur überfallen mit Lügen und so fort, um einen missbraucht zu werden, nicht? Und da habe ich dann im, es wird 46 gewesen sein, Heisenberg kam von England zurück und hat über Radio, war in Göttingen dann und hat gesagt, er findet Wissenschaft ganz wichtig, weil das ist etwas, worauf die Menschheit sich einigen kann, weil man eben weiß, was richtig und falsch ist. Und das hat mich eigentlich dann in dieser Richtung unterstützt und ich habe mich dann sofort für Heisenberg interessiert, um dann aber festzustellen, dass die Theorie oder diese Art und Weise, wie er Physik getrieben hat, eine ganz andere Eigenart hatte. Er war ja derjenige, der in den frühen 20er Jahren, also die Quantentheorie, denen eine Interpretation gegeben hat, wo man sagt, was absolut paradox erschien für Max Planck und auch für Einstein. Nein, das kann doch einfach nicht sein, ja? Eine andere Weltsicht auf einmal dahinter gesehen hat. Und das hat mich sehr interessiert. Und ich habe dann versucht, das zu verstehen. Ja? War da in der Volkshochschule am Abend noch, während in der Schule war, habe mir das angehört, habe nichts verstanden. Musste ich den Kurs nochmal hören, habe aber kein Geld gehabt. Dann habe ich den Diaprojektor, habe ich 3 oder 4 Mal für, benutzt, ja? Um das nochmal zu verstehen. Ich habe es nicht verstanden. Ja? Und das hat mich noch interessierter gemacht. Da ist eine Theorie, die man nicht verstehen kann. Das ist das genau, was ich will. Ich will aus dieser Enge raus. Und das hat mich eigentlich dann dazu geführt, dass ich dann Heisenberg als Vorbild eben hatte, gerade weil es so unverständlich war. Und ich habe dann auch die Möglichkeit bekommen, ich kann da vieles darüber erzählen noch, dass ich letzten Endes dann eingeladen wurde nach USA, nach Kalifornien, um dort für ein Jahr über Kerntheorie zu arbeiten. Ja. Und da ist eine lange Geschichte, warum das mit großen Schwierigkeiten verbunden war. Weil Amerikaner haben mich einige Zeit eingesperrt. Ich weiß heute noch nicht warum. Ja? Also ich war und hat mir Schwierigkeiten gemacht, dass ich dann mich entschieden habe, dass ich doch in Amerika versuchen will, meinen Doktor zu machen, nachdem ich also hier mein Diplom gemacht habe. Und ich habe dann nach einem Doktorvater gesucht, der, mit dem ich das machen konnte. Ich wollte über Antimaterie arbeiten, um auch in dieser Richtung von Heisenberg weiterzumachen. Habe niemand aber gefunden,
weil da gerade so ein Beschleuniger gebaut wurde, wie ähnlich jetzt in Genf, ja, der erste große Beschleuniger. Und die ganzen amerikanischen Physiker kamen dann nach Berkeley, Kalifornien, ja, um da mit ihren Studenten also auch diese Daten aufzunehmen. Und ich habe niemanden gefunden. Na ja, sagte jemand, aber da ist gerade ein Professor angekommen aus Chicago vor 6 Wochen. Warum fragst du den nicht? Der hat vielleicht noch nicht einen Doktoranden. Und ich sage, wie heißt der? Der heißt Edward Teller. Nein, habe ich nie gehört. Ja, ein Schüler von Oppenheimer. Aha, Oppenheimer Schüler. Interessant. Gut, dann habe ich Edward Teller aufgesucht, um zu erfahren von ihm, dass er ein Student von Heisenberg war, 1930 seinen Doktor gemacht hat bei Heisenberg in Leipzig. Ja, ja, wunderbar. Jetzt habe ich nicht mit Heisenberg zu arbeiten, sondern mit einem Schüler von ihm. Und das ist ja genau das Richtige. Weil für mich war ganz klar, ich wollte etwas machen, was nicht mit Krieg zu tun hat, was die Wissenschaft nimmt als etwas, auf das man sich verlassen kann, ja, und nicht die anderen braucht, die einem sagen dann, was richtig und falsch ist. Ja. Und jetzt war ich auch noch beim Schüler von Heisenberg da angekommen. Und dann habe ich dann hinterher festgestellt, ein paar Monate, er hat mich genommen als Doktorand, dass er der Vater der Wasserstoffpumpe war. Ich kam da runter ins Physikinstitut und dann haben die alle also gefeiert, indem sie Sekt getrunken haben. Ja, und ich sage, was feiert ihr jetzt? Und ich sage, hast du nicht gehört, dass wir einen Jungen bekommen haben? Ja? Und ich sage, wer ist der Vater? Ja, wir alle. Da sage ich, ja, das müsst ihr mir erklären. Und das war dann der gelungene Versuch, eine Wasserstoffbombe zu zünden. Und ich sage, was habt ihr damit zu tun? Ja, wusstest du denn nicht, dass Edward Teller der Vater der Wasserstoffbombe ist? Und wir sind alle damit da. Deshalb sind wir den ganzen Tag nicht für dich sichtbar, weil wir in Livermore sind, in einem Labor, wo wir das entwickeln. Es war für mich ein Riesenschock. Es ist genau, was ich vermeiden wollte. Ich wollte sagen, wenn ich Möglichkeiten habe, dann werde ich versuchen, dass ein Krieg nie und nimmer passieren kann. Und jetzt bin ich gelandet bei dem Vater der Wasserstoffbombe. Welche Konsequenz haben Sie daraus gezogen? Ja, ich habe ihn sofort gefragt. Ich habe gedacht, ich gebe da auf. Ich mache nicht das mit dem. Ich habe gesagt, Dr. Teller, ich meine, warum bauen Sie überhaupt Bomben? Und dann sagte er mir, Hans-Peter, sagte er, wir sind in einer fantastischen Situation, ja, den Weltfrieden hier auf Erden zu schaffen. Wenn der Beste gleichzeitig der Militärstärkste ist und auch so stark ist militärisch, dass er doppelt so stark ist wie der Rest der Welt, dann haben wir alle Voraussetzungen, um einen Weltfrieden auf der Erde zu haben. Und ich war sprachlos. Ich dachte, der macht einen Witz, ja? Da sagte ich, oh. Dann sagt er, nein, das meine ich. Da sagte ich, Dr. Teller, ich komme aus Deutschland im Augenblick und wenn Sie sowas sagen, können Sie verstehen, wie das auf mich wirkt? Ja? Es ist so, dass ich das schon mal gehört habe. Nein, 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 du darfst mich nicht vergleichen mit dem, was du erlebt hast. Dann sagte ich, aber mit dem, was Sie jetzt gesagt haben, ist doch schrecklich. Nein, nein, aber ich sagte doch, wenn der Beste der Militärstärkste ist und nicht sozusagen der Schlimmste, dann ist es doch gut. Dann sage ich, haben Sie schon jemals jemanden gesehen, der Militärstärkste ist und nicht gemeint hat, dass er der Beste ist. Das ist der Punkt. Dann sagte ich, also ich kann das nicht nachvollziehen. Dann sagte ich, ich bin also politisch naiv. Ich komme aus dieser Lage heraus und ich höre einen erwachsenen Menschen so einen Unfug zu sagen. Dann sagt er, gut, verschiedene Meinungen sind wir halt und damit war die Sache beendet. Aber es war für mich eine wichtige Schule zu sehen, wie ganz vernünftige Menschen, die auch gescheit gelten und so fort, so ein Unsinn glauben können. Und ich habe mir genau angehört, was sich in den Leuten abspielt und sind wunderbare Menschen. Aber es hat mich auch tief traurig gemacht, dass die glauben, dass sie die Besten sind. Ja? Und das hat mich ausgerichtet, dass ich sage, ich werde mein Leben wirklich einsetzen, dass diese Kriege nicht mehr passieren. Vielleicht kann man die Leute nicht überzeugen, aber ich muss wenigstens die jungen Leute überzeugen. Herr Professor Dürr, Sie sind ja in Ihrer Laufbahn nicht nur großartigen Menschen begegnet, sondern als Wissenschaftler haben Sie in Ihrem Bereich so ziemlich alles erforscht. Was hat Sie am meisten fasziniert und was hat Ihre Leidenschaft all die Jahre über bis heute aufrechterhalten? Es war zu verstehen, was es heißt,
dass es hier eine neue Physik gibt. Und ich dachte, ich würde dann, wenn ich das studiere, ich würde dann sagen, ah, jetzt habe ich es verstanden. Nein, ich habe auf einmal verstanden, warum man es nicht verstehen kann. Und das ist eine große Überraschung, nicht? Ich habe ja also wirklich jetzt insgesamt über 50 Jahre habe ich über Materie gearbeitet, nicht? Das ist mein Gebiet, Antimaterie, Materie sind alles verschiedene Formen, nicht? Und viele Leute fragen mich ja, und was ist denn interessant so gewesen ist für dich? Und das ist die Aussage, dass es die Materie im Grunde gar nicht gibt. Dann haben alle gesagt, Mensch, du armer Kerl, hast 50 Jahre mit etwas dich befasst, was es gar nicht gibt. Ich sage, nein, das ist nicht ein Missgeschick gewesen. Es ist etwas gewesen, das ich gelernt habe. Wir müssen lernen, etwas zu verstehen, das wir nicht begreifen können. Es ist so anders, paradox, dass man sagen kann, du brauchst dir gar keine Mühe zu geben, in deiner Muttersprache das auszudrücken. Ja? Und ich war ja dann letzten Endes bei Heisenberg gelandet, ja? Mhm. Mit dem ich zusammengearbeitet habe, bei dem ich dann aber auch gelernt habe. Es gibt ja sehr verschiedene Wissenschaftler und Naturwissenschaftler. Also da gibt es diejenigen, das sind die Künstlerwissenschaftler, zu dem Heisenberg zählt, aber dann gibt es Ingenieurswissenschaftler, die am Basteln sind und dann die Welt zusammenbasteln, wenigstens auch in ihrem Kopf. Und dann gibt es die Mathematischen, die nur auf ihre Formeln gucken und sagen, wenn ich das verstanden habe, habe ich die Welt verstanden. Nein, aber der Künstlerwissenschaftler ist ein ganz anderer. Und das ist eine wunderbare Erfahrung für mich gewesen, nicht? Er hat mir dann viel erzählt, auch wie er das gefunden hat, der eigentlich die neue Interpretation der Quantenmechanik gefunden hat. Nicht? Er hat einen Heuschnupfen damals, als er bei Born noch in Göttingen war, ist nach Helgoland gegangen, hat Kopfweh gehabt und hat einfach ein bisschen gespielt mit dem, was man nicht verstanden hat. Hat die Mathematik abgeändert und hat schließlich die Formeln rausgebracht, die mit dem Max Planck übereingestimmt haben. Ja? Und dann hat er gesagt, komisch, also so ist es nicht. Und da war eine interessante Geschichte dabei, dass er eine Mathematik einfach abgeändert hat bei der Multiplikation. Ja? Dass er sagt, spielt es eine Rolle, ob ich A mal B sage oder B mal A? Nein, es spielt keine Rolle. 2 mal 3 ist dasselbe wie 3 mal 2. Aber angenommen, ich nehme, das ist etwas anderes. Was kommt dann heraus? Und dann ist die neue Wissenschaft dabei entstanden. Da haben die gesagt, gut, aber du kannst doch nicht einfach mogeln mit der Mathematik. Dann haben sie festgestellt, es gibt eine Mathematik, Born-Matrix. Es sind nicht Zahlen, sondern eine Matrix. Und wenn man die multipliziert, dann ist A mal B nicht B mal A. Ja? Dann hat er sich ein bisschen geärgert. Dann sagt er, das Mathematische ist jetzt gesagt, aber was heißt das jetzt für unsere Wirklichkeit? Ja? Und dann haben seine Gespräche mit Pauli, dann zusammen immer in München, haben studiert, waren gerade angekommen im ersten Semester und sind dann in diese neue Physik reingekommen. Gesagt hat, das ist doch eigentlich ganz leicht verständlich. Es ist nicht, was wir multiplizieren, ist nicht etwas, was ein Ding ist, was ich durch eine Zahl darstelle, sondern es ist etwas, was ein Prozess ist. Das heißt, mit dieser Einsicht hat man festgestellt, es gibt nicht die Materie, es gibt nicht das, was man begreifen kann, sondern die Welt ist gemacht aus etwas, was sich dauernd verändert. Und das war eine große, aufregende Erkenntnis, weil wir ja in unserer Sprache auch schon eine andere Sprache haben als die Engländer zum Beispiel, die von Realität sprechen. Wir können auch vom Universum sprechen und von der Welt und so fort. Aber wir benutzen unsere Sprache, wenn wir für Welt auch sprechen, dann nennen wir das die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit interessiert uns, was die Welt im Innersten zusammenhält, die Wirklichkeit. Von Meister Eckhart damals erfunden, Ende des 13. Jahrhunderts, der sagt, Wirklichkeit bedeutet nicht etwas, was man begreifen kann, sondern was wirkt und was sich dauernd verändert. Das heißt, der Baustein ist nicht, was ich begreifen kann, sondern er existiert gar nicht, sondern es ist das, was sich verändert. Ja, und das ist aber eine wunderbare Sache, aber man kann es nicht verstehen.
wenn man sagt, im Grunde gibt es das Atom gar nicht. Ja? Und da hat man gemeint, mit dem Atom hat man endlich das, was die primitivste Materie ist. Und alles, was in der Welt passiert, hat etwas damit zu tun, wie die Materie mit sich spielt und so fort und immer gröber wird und so fort. Und das kommt heraus. Ja? Hat auch unser Bewusstsein etwas damit zu tun? Unser Bewusstsein, so wie wir verwenden, ist, dass wir glauben, dass wir etwas wissen. Und die existiert gar nicht. Das Bewusstsein ist eine Täuschung. Weil in unserem Leben ist das Bewusstsein das, was ich wissen kann. Und da gibt es Dinge, das ich wissen kann. Das heißt, das, was wir Wirklichkeit nennen, ersetzen wir durch Realität. Realität ist auf dem Ding aufgebaut und wir tun so, als ob die Wirklichkeit eine Realität ist. Und durch diese Vereinfachung können wir ein Bewusstsein entwickeln. Das muss ich nur lernen, ja? Ich kann mein Bewusstsein dann auch ändern. Aber bei vielen Leuten ist auch das Bewusstsein so, dass ich sage, ich erlebe mehr, als was ich begreife. Alle würden sagen, ja klar, ich erlebe selbstverständlich mehr, was ich begreife. Aber das liegt nur daran, weil ich noch zu dumm bin. Deshalb versuche ich auch zu studieren. Ich habe was erlebt und ich sage, ich habe es aber nicht begriffen. Ja, das liegt daran, jetzt muss ich das studieren. Und wenn ich es studiert habe, ja, sagt die Wissenschaft, dann hast du am Schluss die Antwort. Ja? Die Aussage ist, wir erleben wirklich mehr, als wir begreifen. Aber das hängt nicht nur an unserer Dummheit, sondern die Welt hat eine andere Struktur, dass das, was wir erleben, viel wirklicher ist als das, was wir begreifen. Das Begreifen ist da, dass wir handeln können und manipulieren können und deshalb unsere ganze Technik zu machen. Ja? Und das ist unsere große Schwierigkeit, wenn nun heute jemand sagt, die Quantentheorie ist genau dieser Schritt, dass wir es nicht begreifen können, dass das Wort Quantum total falsch ist. Weil Quantum hat wieder was mit Abzählbaren zu tun. Nein, es gibt nur etwas, was Qualität hat, aber was nicht quantisierbar ist. Und das soll ich nun jemandem erzählen. Und dass ich mich damit abgefunden habe, war nur, ich weiß, die Frage zu stellen, was ich erlebe, muss auch begreifbar sein, falsch ist. Ja? Aber das ist uns nicht ganz unbekannt, weil wir wissen, eine Sprache haben, die ja nicht nur Substantive hat, Begriffe hat, sondern auch Verben. Und wenn ich zum Beispiel spreche aus, ich erlebe etwas, leben, hoffen, wahrnehmen und so fort, was habe ich begriffen dabei, wenn ich ein Verb bemünde? Jemand fragt mich, kannst du mir erklären, was Liebe ist? Ich sage, nein, ich kann es dir nicht erklären. Ja, aber alle sprechen doch davon. Ja, ich sage, gut, die sprechen davon, aber jetzt fragen sie mich, was es ist. Liebe ist ein Begriff, aber es ist eine Beziehungsstruktur. Und indem ich eine Beziehungsstruktur dann begreifen will, mache ich genau das kaputt. Ja, aber wie soll ich dann lernen, was das ist? Ich sage, du musst einfach anfangen zu leben und dann wirst du sehen. Dann treffe ich den später und sage, oh, ich habe mich heute verliebt. Dann sage ich, jetzt erklär mir mal, was das ist. Ich kann es dir nicht erklären. Nicht? Dann kommt das sozusagen zum Vorschein. Dass das, was das Lebendige in unserer Welt, das passt in diese größere Welt herein. Aber nicht diejenige, die wir in der Forschung machen, die in der Realität aufgebaut ist. Und wir heute Leute haben, die Biologen, die sagen, ja, aber wir handeln doch mit dem Lebendigen. Jetzt versuchen wir, die Biologie so gut zu machen wie die Physik, sodass wir sie begreifen können. Ich sage, nein, das geht genau nicht, weil die Physik, die kann das Lebendige ja nicht verstehen. Jetzt wollt ihr das Lebendige begreifbar machen und dann werden wir alle Roboter. Ja? Und in der Situation sind wir. Ja? Dass heute ein Biologe 1995 mir gesagt haben, wir müssen der Natur den Krieg erklären, sonst macht die Natur uns kaputt. Ja? Weil wir verstehen jetzt, wie es eigentlich ist. Und jetzt müssen wir mit unserem Verständnis die Natur sozusagen kaputt machen. Das heißt, wir haben eine Pflicht zur Widernatürlichkeit. Und das ist ja schrecklich. Ja. Zur Widernatürlichkeit. Für mich ist es genau
der Punkt, dass wir lernen müssen, die Pflicht zur Mitnatürlichkeit, dass wir, was alles da draußen ist, miteinander eigentlich dasselbe ist. Das haben wir gelernt. Und jetzt kommt ein Biologe und sagt das. Und ein Naturwissenschaftler schreibt dann im Spiegel einen Artikel, die Pflicht zur Mitnatürlichkeit. Ja? Und alle sagen dem Spiegel, wie kommt es denn? Die haben die Namen verwechselt. Es kann doch nicht sein, dass der Biologe einen Artikel schreibt, die Pflicht zur Widernatürlichkeit, und jetzt kommt da ein Physiker, der noch ein Student von Edward Teller war, vom Vater der Wasserstoffbombe, der schreibt einen Artikel, die Pflicht zur Mitnatürlichkeit. Das ist ja auch komisch, ja? Aber so ist es eben, weil wir einfach diese andere Einsicht eben haben. Eine Einsicht, die aber nicht so einfach mit Worten ausdrückbar ist. Heisenberg sagte immer, warum soll die Wirklichkeit sich darum kümmern, dass es so ist, dass wir es mit unserem Verstand verarbeiten können? Das geht einfach nicht. Die Welt ist viel größer. Ja? Aber das hat dann zur Folge, und das ist halt jetzt mit mir, hat mit mir zu tun, dass ich ja so ein Grenzgänger bin. Ich mische mich ja in alles ein. Also mit dem Friedensnobelpreis bei Pugwash habe ich zu tun, weil ich war derjenige, der zwischen Russland und Amerika hin und her gependelt sind. Das sind beides Menschen. Und beide wollen eigentlich den Krieg nicht, ja? Nicht? Und das ist jetzt meine Verpflichtung, nicht? Die man hat. Aber ich habe auch das Gespräch mit den Religionen angefangen. Warum macht ihr eigentlich, seid ihr Feinde? Nur weil ihr es verschieden ausdrückt. Wenn ihr es ausdrückt, macht ihr schon falsch, aber es hilft uns, vielleicht auf den Weg zu gehen, eine Ahnung zu bekommen. Die ganzen Religionen sind Hilfestellungen. Wie kann ich etwas erleben, was ich nicht begreifen kann? Dann erzähle ich etwas, was man begreifen kann, und sage, jetzt lass es los. Den letzten Schritt musst du machen, und dann musst du deine Bilder verwenden. Ich kann es dir nicht sagen. Jeder hat ein anderes Bild. Aber das heißt nun nicht, dass jeder behauptet, so wie ich es jetzt am Schluss gesagt hat, ist es richtig. So ist es richtig und das andere ist falsch. Und das ist doch unsere heutige Situation. Der Kampf der Religion. Alle glauben, nur eine kann Recht haben. Und alle haben gleich Recht. Und das ist der Grund, warum ich in der Welt herumreise, um die Übersetzung zu finden. Dass die Gleichnisse, die wir verwenden, um einem anderen das mitzuteilen, in einer Form passiert, dass er es erleben kann, nicht dass er es begreifen kann, weil dann macht das genau wieder kaputt, was er eigentlich erzählen wollte. Interessant in dem ganzen Zusammenhang jetzt ist ja auch die Aussage von dem Physiker John Wheeler, wonach das Universum nicht einfach da draußen ist und nur entdeckt werden muss, sondern zum Teil erst durch die von uns gestellten Fragen und die Information in den zugehörigen Antworten Gestalt annimmt. Dann gibt es aber auch noch die Aussage zum Beispiel von dem Hirnforscher Professor Wolf Singer vom Max-Planck-Institut, der ja bis zum Determinismus geht, dass wir eben nicht selbst gestalten können, sondern dass letztendlich alles schon vorgegeben ist. Nein, das ist alte Physik. Ich meine, die haben das nicht mitgemacht. Aber was richtig ist, ist, wenn es nur den Zusammenhang gibt und nicht was begreifbar ist, sind wir nicht Teile von dem Universum, aber ich sage es nicht Universum. Universum ist wieder der falsche Ausdruck, weil es eine Vielfalt bedeutet, sondern es ist eben die Wirklichkeit. Wir sind nicht ein Teil der Wirklichkeit, sondern ein Beteiligter der Wirklichkeit, ja? Die nur mitmachen, auch Mitwirkende in diesem Zusammenhang. Und deshalb, wenn ich mich abtrenne von dem, dann mache ich irgendetwas falsch, als ob ich nicht dazugehöre. Aber wir haben eine Sprache, um es auszudrücken. Tun wir so. Okay, jetzt mache ich es so, als ob ich jetzt da draußen wäre, in dem Universum. Alles, also nicht Universum, alles ist da draußen diese Wirklichkeit. Aber ich gehe jetzt raus und betrachte es von außen, das, weil ich Wissenschaftler bin. Dann sage ich, Augenblick, jetzt mogelst du. Du bist doch da mit drin. Egal, ich mache einfach den Fehler, ich gehe heraus. Und dann gebe ich dem einen Namen, aber ich bin eigentlich drauf und habe genau dadurch zerstört, was ich eigentlich ausdrücken will. Das heißt, wenn jemand verliebt ist und er sagt, ich kann jetzt erklären, was Liebe ist, dann macht das wieder falsch, ja? Das heißt, wir müssen so bescheiden sein. Wir können über die Welt reden, ja, aber sagen, aber das ist nur ein Gleichnis. Nimm es nicht wörtlich. Es ist so ungefähr so.
Und ich brauche es ja auch nur ungefähr, weil ich nur in einer Welt lebe, wo ich jetzt auf diesem Planeten da bin. Und meine Sprache ist dazu da, zu überleben. Und nicht, dass ich verstehe, was der gestirnte Himmel über mir ist oder was da unten ist. Ja, warum soll mich das interessieren? Ich kann doch überleben, indem ich einfach das nehme, was ich beobachte. Und da muss ich mich zunächst mal ernähren. Also brauche ich eine Sprache, die da ist, dass ich mich ernähren kann. Ja, wie soll ich mich ernähren? Ja, ein Apfel zum Beispiel. Ich sehe den Apfel, aber der muss reif werden. Da muss ich warten und dann muss ich warten und dann pflücke ich und dann ernähre ich mich. Nicht? Und da sage ich, die Welt ist aus Äpfeln zusammengesetzt. Und das ist der Grund, warum wir den Teilchenbegriff haben. Das sind alles kleine Äpfel. Ja, aber die Wirklichkeit, die kümmert sich doch nicht über Äpfel, nur weil wir unsere Äpfel haben, damit wir uns ernähren. Es ist viel, viel aufregender, was im Hintergrund ist. Aber wir dürfen das verwenden, wenn wir nicht verhungern wollen, dürfen die Welt so vereinfachen, dass wir es so einfach machen, dass ich alles weglasse, was nicht direkt interessant ist für meine Ernährung oder für den Aufzug meiner Familie. Ja, aber dann darf ich sagen, das ist die Wahrheit. Die Wahrheit gibt es nicht. Ich habe sie fabriziert, damit ich da reinpasse. Ja? Es ist viel aufregender, ja? Aber es bedeutet, die Antwort ist letzten Endes. Ich kann euch nicht sagen, eine bessere Erklärung. Das Ergebnis ist die Bescheidenheit. Auch ich sehe nur einen winzig, winzig kleinen Teil davon. Und dem gebe ich dann eine Sprache, mit dem ich das so ungefähr zurechtkomme. Und es reicht ja auch aus. Ja? Aber jetzt spreche ich doch über die ganze Wirklichkeit. Nicht? Und die ist ja nicht determiniert. Das ist ja auch da herausgekommen, dass ich eine andere Logik habe. Es gibt nicht in der Logik, die der neuen Physik ist, die ist nicht ja und nein. Ist es wahr oder unwahr? Also alles das, was ich mir erhofft habe, dass ich ganz klar sagen kann, ja, endlich. Der Wissenschaftler, der weiß, was richtig und falsch ist, ja. Das heißt, wir können das jetzt machen, endlich Menschen, die das machen. Nein, es geht eben nicht. Wir müssen genauso sagen, es sieht von meinem Standpunkt aus so aus, aber du siehst es ein bisschen anders, du hast eine andere Vergangenheit und so fort. Ja. Ich muss diese Bescheidenheit, muss ich lernen. Und wenn ich diese Bescheidenheit habe, dann habe ich auch die richtige Beziehung, wie ich selbst in dieser Wirklichkeit drin bin, dass ich Teil von dem bin, nein, Beteiligter von dem bin, das keine Teile hat, dass es auch nicht gültig ist, den lieben Gott außerhalb der Schöpfung zu machen. Das ist wieder so eine Konstruktion. Wenn ich da rausgehen kann, dann ist der liebe Gott auch rausgegangen, ja? Und sagte, ja, und jetzt gucke ich da runter, so wie ich die Welt angucke. Nein, er ist mittendrin. Und wir sprechen vom Big Bang, wo er nicht einmal eine Woche Zeit hatte, sich zu überlegen, wie jetzt der terminierte Ablauf der Wirklichkeit ist, ja, wo ich überhaupt keine Verantwortung übernehmen kann, weil alle schon wissen, was eigentlich passiert. Ja. Das ist ja die alte Vorstellung. Ja. Haben wir einen Big Bang und den Big Bang ist schon vorgesehen, dass ich in diesem Augenblick bei Ihnen jetzt vom Big Bang spreche. Ja, das ist nicht attraktiv, diese Welt. Warum bin ich überhaupt da? Ja? Sondern ich komme in eine Welt herein, dass es nicht nur den Big Bang gibt, sondern es gibt Bang die ganze Zeit. Und wir sind diejenigen, die auch die Kreativen sind. Und nicht nur wir. Soll das heißen, dass wir Materie als materialisiertes Gedanken, als eine materialisierte Gedankenwelt betrachten, quasi ein hohes Bewusstsein denkt sich was, wodurch das Gedachte entsteht? Nein, es entsteht nicht, sondern ich habe es so einfach gemacht, dass ich es verstehe, dass ich es dann begreife. Dann sage ich, ja gut, du kannst es so verstümmeln, das habe ich nicht von noch einfacher und endlich sage, ah, jetzt habe ich es begriffen. Es ist rund und so. Und dann denke ich, ich habe jetzt einen großen Fortschritt gemacht. Das hilft mir in meinem Leben, ja. Wenn ich mir jetzt die ganzen Katastrophen anschaue, die momentan auf der Welt herrschen, welchen Teil tragen wir dazu bei mit unserer Gedankenwelt? Dass wir ein Verständnis haben, dass wir ein Teilhabender sind. Und dass es nicht ist, zu sagen, ich übernehme jetzt die Leitung. Das heißt, ich bin nicht nur die Krone der Schöpfung, sondern ich auch der Herr der Schöpfung. Und die, was da um mich herum ist, das ist meine Umwelt und die muss ich in den Griff bekommen. Ja? Das ist genau die Haltung, die ich brauche,
um das kaputt zu machen, was wir Lebendigkeit nennen. Ja? Dass wir dann sagen, ja, ich selbstverständlich bin der einzig Lebendige, ja, aber alles Übrige ist eigentlich da und auf einmal weiß ich gar nicht, von was ich mich ernähren kann, weil ich alles, was lebendig ist, habe ich so kaputt gemacht, dass es nicht mehr imstande war, lebendig zu sein. Und jetzt glaube ich, ich könnte überleben, wenn die Pflanzen alle weg sind, die Tiere sind alle weg, ich bin auch weg. Das ist die Art und Weise, wie wir aus der Evolution herausgeworfen werden. Und da sind wir auf dem Weg. Wir sagen, es ist irgendwie einfacher, nicht? Also es ist einfacher, wenn ich alles verstanden habe, ist es einfacher, wir sprechen von Nachhaltigkeit, das heißt, als zu versuchen, dass die Welt so bleibt, wie sie jetzt ist, dann sage ich, ja, aber ist es lohnend? Da kann ich mich gleich hinlegen ins Grab und dann habe ich das erfüllt, ja? Aber wenn ich lebendig bin, dann passiert ja dauernd etwas, was eigentlich nicht darf, ja? Aber ja, das ist es aber, das ist die echte Welt. Warum soll ich jetzt in diese alte Welt runtergehen? Das heißt, wir sind so total auf dem falschen Ast. Ja? Wir sägen an dem Ast, wo wir selber drauf sitzen und wir werden hier von dieser Welt eben rausgeworfen. Und das ist immer wieder passiert. Aber welche Denkmuster benötigen wir, um die menschengemachten Probleme wieder zu lösen? Was muss im Kopf sich drehen? Nicht so viel denken, sondern verstehen lernen. Weil der Gedanke ist ja von uns fabriziert. Das ist gut für die Ernährung. Ja? Aber zu verstehen, was alles zusammenspielt, dieses ganze große Spiel, das da ist, und zu sagen, und ich habe die Gabe, auch etwas Neues zu machen, was vorher noch nicht da war. Wir sind an der Schaffung der Wirklichkeit selbst beteiligt, weil die Zukunft gibt es gar nicht. Das ist von uns fabriziert. Wir sagen, es zwischen rechts und links ist da, also das ist die Vergangenheit und das ist die Zukunft und dazwischen die Gegenwart. Die Gegenwart gibt es gar nicht. Es gibt, wir haben einen Augenblick gibt es oder das Moment gibt es. Das, was nur die Bewegung ist, die Zeit gibt es gar nicht, sondern es gibt die Bewegung, dass etwas sich bewegt. Aber wir sagen, nein, es gibt erst die Zeit und dann gibt es die Materie, die sich in der Zeit bewegt. Nein, es gibt nur die Bewegung. Ja, wahnsinnig interessant, ja. Aber es kommt uns entgegen, weil man sagt, alles ist lebendig. Ja, jetzt sei mal lebendig und mach nicht nur alles nach. Wenn du alles nachmachst, dann bist du selber ein Roboter. Und dann kriegst du auch nie einen Job, weil eine Maschine kann das ja viel besser, als wenn du nur etwas nachmachen willst. Und alle sagen, aber ich möchte eigentlich wirklich auch was machen, zu dem ich als Mensch geeignet bin, nämlich etwas Neues zu schaffen, eine neue Idee zu bekommen. Na, das kannst du aber nicht, die Naturgesetze verhindern das. Doch, die erlauben es. Gibt es denn auch schon Wissenschaftler, die neu denken, die dem Unbelebten zum Belebten übergehen? Ich meine, wenn die Biologen versuchen, so gut zu sein wie die alte Physik, dann sage ich, ja gut, mach doch mal die Augen auf, wir sind doch schon viel weiter. Wir haben gesehen, dass die alte Physik deshalb nicht stimmt, weil sie lebendig ist. Jetzt wollen wir euch ein Geschenk machen. Und ihr sagt, nein, nein, wir wollen aber eine Lebendigkeit haben, die ganz unter unserer Fuchtel ist. Und ihr sagt, nö, ich meine, dann macht ihr doch alles kaputt. Wir sind ein Teil der Lebendigkeit. Und wenn ihr die nicht aufnehmt und sagt, das ist der Hintergrund, dann seid ihr auf dem Weg, wo ihr rausgeschmissen werdet. Der schmeißt euch einfach raus. Sind wir da einfach geistig begrenzt? Ja. Um das große Ganze zu verstehen? Ja, selbstverständlich. Ich meine, das erleben wir doch. Wir erleben viel mehr, als wir begreifen. Aber ich reg mich überhaupt nicht aus. Wenn ich mir vorstelle, wenn wir alles verstehen würden, was wir alles begreifen, was wir verstehen, dann wäre diese ganze Welt ausgeliefert unserem Verständnis. Ja, und dann braucht man nur anzugucken, was wir einen Murks die machen, ja? Nee, gibt einem ein gutes Gefühl, ja? Dass man sagt, Gott sei Dank ist die rationale Betrachtung der Welt nicht richtig. Das ist nur etwas, was wir machen, damit wir manipulieren können. Aber bei der Manipulation sollte ich etwas orientieren an etwas, was nicht von mir gemacht ist, was ich fühlen kann, was ich erleben kann, aber das ich nicht begreifen kann. Unsere ganze Orientierung hat nichts mit dem zu tun, was wir begreifen, ja? Sondern wir haben viele Erfahrungen. Erfahren, was ich erfahren habe, aus diesem Hintergrund,
handeln wir. Aber was ich erfahren habe, kann ich nicht erklären. Ja? Und deshalb steige ich in diese größere Welt ein. Nicht? Und die Religionen haben das selbstverständlich lange begriffen. Aber dann haben sie die Idee gehabt, nachdem die Wissenschaft, die Französische Revolution kam die Aufklärung. Ja, jetzt versuchen wir alles, was wir in den Religionen haben, zu begreifen. Und dann haben sie uns diese schreckliche Welt geschaffen, in der wir jetzt sind. Im Übrigen, wenn wir sagen, unsere Welt, und ich meine, das ist eine große Erfahrung für mich, wir sprechen immer, was heute passiert in der Welt. Es ist nur unsere Kultur, die sich so verfahren hat. Und alle versuchen, das jetzt nachzumachen. Ich versuche, die zu überzeugen, bevor ihr es nachmacht. Fangt dort an, wo ihr eigentlich immer noch richtig empfindet. Ja? Und dann haben wir wirklich eine Zukunft. Also wieder intuitiv zu handeln. Die Wirklichkeit ist nur eine Ahnung, ja? Und die ist so reich, aber in dem Augenblick, wo ich es intuitiv mache, habe ich dann eine Vision übersetzt in etwas, was sich in Handeln verwandelt. Und das mit der Intuition muss ich die Probleme lösen, die wir haben. Aber die Inspiration kommt nicht in der Intuition, die kommt aus der Vision. Ich sage, aber sowas gibt es doch gar nicht, ja? So, doch, es gibt es. Es ist das, was wir erleben. Ist eine Vision. Und indem ich es jemandem erkläre, ist die Vision beim Teufel. Ja? Welche Pläne haben Sie denn für Ihre Zukunft als Wissenschaftler? Was liegt Ihnen persönlich noch am Herzen? Das den Leuten klarzumachen, dass die größere Welt existiert, ja? Von dem sie alle auch wissen, insbesondere auch die Wissenschaftler. Es ist ja nicht so, dass sie nicht diese neue Physik glauben, diese neue Einsicht glauben, sondern die einfach sagen, ach, das kann ich sowieso nicht verstehen. Die machen also mit der alten Denke weiter, aber das, was wir als Maschinerie um uns herum machen, ist schon die neue Welt. Ich meine, da brauchen Sie nur jemanden zu fragen, der ein Handy hat und fragen Sie, was machen Sie denn da? Er sagt, ich habe gerade mit meinem Freund in Paris telefoniert. Ich sage, wie geht es denn? Du hast doch keine Strippe. Er sagt, ich habe doch ein Handy. Dann sagt sie, ja, das sehe ich schon. Aber wie weiß Ihr Freund in Paris, dass Sie ein Handy haben? Ja, der weiß, dass ich ein Handy habe und dass ich ihn auch anrufen kann. Aber ja, aber was heißt dann anrufen? Sie rufen doch gar nicht. Ja, aber das ist ein Handy. Ja, verstehe ich auch nicht. Ach so, doch, vielleicht. Da zittert irgendetwas da drin. Und da draußen habe ich einen Äther, ja, und der fängt an zu schwingen, ja. Ja, das ist schon besser, ja. Auf diese Weise kann man schon sehen. Aber du weißt doch, dass Albert Einstein den Nobelpreis bekommen hat, weil es den Äther gar nicht gibt. Es ist das Nichts, was schwingt. Nö, das kann es doch gar nicht sein. Wenn etwas schwingt, muss erst eine Substanz da sein, dann schwingt. Nein, das ist nicht der Fall. Die Substanz ist weg, aber es ist etwas da, was nur schwingt, ohne dass es materiell ist. Das geht doch gar nicht. Dann sage ich, gut, jedes Mal, wenn Sie telefonieren, denken Sie daran, dass Sie das jeden Tag benutzen und es irritiert Sie überhaupt nicht. Sie leben in der größeren Welt schon, ja, gebrauchen Sie das, aber Sie sagen, ich will gar nicht probieren, das zu erklären, weil wenn Sie einfach sagen, was ich hier mache, ich mache eine Delle in das Vakuum rein, in das Nichts rein, das kann ich nicht verstehen, am besten ist, ich denke nicht drüber nach. Dann denkst du ruhig darüber nach und sagen, jetzt haben Sie also etwas verstanden, was Sie nicht begreifen können und ich kann Ihnen noch viel mehr von dieser Sache. Da sind wir wieder am Anfang. Ja. Herr Professor Dürr, welche Erkenntnis möchten Sie den Menschen hinterlassen? Dass sie das empfinden, dass ihr eigenes Leben ja nur eine Teilnahme ist von etwas Größeren und dass sie eine Sensibilität entwickeln können, indem sie nicht nur das erleben, was in ihrem Leben vorgekommen ist, was wir ja dauernd tun, ja? Nicht, dass unser Herz schlägt und all diese Dinge, ja? Irgendwie weiß unser Körper das. Wir sagen das schon gar nicht eurem Verstand, weil ihr dann sofort sagt, das kann ich nicht verstehen und dann bleibt das Herz stehen. Nee, kann man euch gar nicht überlassen. Das wird überlassen an das, was sich in uns abspielt. Und die Frage ist, wie kommen wir dazu, überhaupt diese Erlebnisse zu haben? Ja, ja, da gibt es so die ganzen Geschichten, dass ich anfange zu meditieren und so fort. Nein, das geht viel einfacher. Man muss nur in eine Situation hereingehen, die wir in der Physik nennen, ein instabiles Gleichgewicht. Ja?
ein instabiles Gleichgewicht. Das in unserem Leben, da brauche ich keine Quantenphysik zu haben. Bedeutet, wenn ich habe das jetzt nicht dabei, aber habe immer ein Experiment, das ich den Leuten vorzeige, dass in unserer Welt dauernd etwas passiert, was wir nicht begreifen können und trotzdem da eben. Wenn Sie ein Pendel haben, das verstehen Sie, wie das da ist. Und wenn Sie aber das auf den Kopf stellen, das Pendel ganz nach oben und fragen, jetzt sagen Sie mir mal, was jetzt passiert. Geht es so runter, oder so runter, oder so runter, oder so runter? Ja, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Ja, es hängt davon ab, ob ich wirklich ganz genau oben bin. Ja, richtig. Wenn es ganz genau oben bist, es weiß nicht, was es da ist. Und keine Rechnung zeigt, dass es je weiß. Es bleibt oben, aber auf einmal fällt es doch runter. Und sage ich, warum fällt es dann runter? Keine Ahnung. Diese Instabilität ist ein Zustand der höchsten Sensibilität, dass wir auf einmal wahrnehmen, was in unserem Alltag nicht grob ist, sondern ganz fein ist. Und das ist der Grund, warum wir mehr erleben, als wir begreifen. Aber wir müssen in einen Zustand kommen der Hingabe, und das mögen wir Menschen nicht, weil Hingabe bedeutet eben, ich bin ausgesetzt, ich muss mich verteidigen, ich verlange als Mensch eine Sicherheit. Ich sage, nein, wenn du das verlangst, dann leg dich ins Grab gleich, dann hast du die. Das ist doch der große Unterschied. Das Lebendige hat nie diese Sicherheit. Aber es bedeutet nicht, dass die Unsicherheit alles zum Tod führt. Es führt zu dieser Sensibilität. Da haben wir diese Geschichte, die man mir erzählt. Der Flügelschlag eines Schmetterlings kann einen Taifun auslösen. Alle sagen, ja, das sagen die Gelehrten, sagen die das. Aber wie das geschieht, weiß ich auch nicht. Ist der Flügel plötzlich so stark? Nein, er ist nicht so stark. Was es heißt, es war über der Sahara, war ein Wirbel da, aber der war nur aus Wasserdampf, nicht aus Wasser. Und der kühlt sich ab, wenn er über den Atlantik geht, immer kühler. Und dann auf einmal kommt er an den Punkt von 100 Grad, wo dann aus dem Gas auf einmal ein Wassertropfen wird. Aber das passiert nicht zufällig. An einer Stelle kommt der Wassertropfen und dann wups, wird alles plötzlich Wassertropfen und dann habe ich den Taifun. Wenn ich also an eine Grenze komme, wo das eine das andere übergeht, der wackelige Zustand, ich weiß nicht, was da passiert, dann ist ein winzig kleiner Eingriff, auf einmal schafft es etwas, was großartige Folgen hat. Und das hat was mit dem Lebendigen zu tun. Wir müssen nur in diesen Zustand uns versetzen. Und dann haben Sie die Ideen. Wenn Sie sagen, ich weiß jetzt nicht mehr weiter, wunderbar, das ist der Augenblick, wo man kreativ wird. Wenn ich alles weiß, werde ich, finde ich nicht kreativ. Ist die Unwissenheit, die einen kreativ macht. Und wenn wir das lernen, dann werden wir auch wirklich lebendig. Und wenn man lebendig ist, werden wir anders. Jeder ist einmalig. Jeder, der einmalig ist, kann der Gemeinschaft etwas geben, was die Gemeinschaft nicht hat. Und das macht uns freudig und glücklich. Ja? Und das ist der Grund, warum überhaupt wir hier auf der Welt sind. Wir haben 3,5 Milliarden Jahre das geübt. Und warum sollen wir es jetzt nicht können? Haben wir Kinder leicht gemacht. Ja? Nicht, also man hat eine ganz andere Sichtweise. Viele sagen, bist du ein Esoteriker oder so? Ich sage, nein. Der Esoteriker versucht es mit unserer Sprache auszudrücken. Er will es erklärt haben. Ich sage, dann machst du ja gerade kaputt. Ja. Ja? Du musst in diesem Zustand bleiben. Und du sagst, ich habe es verstanden, aber ich habe es nicht begriffen. Und dann wird die Welt zu groß. Und dann haben wir das Phänomen des Lebendigen. Und dann stellen wir fest, was wir als Welt betrachten, ist immer nur lebendig. Auch dieser Tisch ist lebendig. Ja? Aber er weiß es nicht. Ja? Er weiß es nicht. Ich merke es nur an der Wärme, dass er sich bewegt. Ja? Und je mehr sich das bewegt, umso wärmer wird es, zu sagen, aha, es ist nicht, dass der also in völliger Ruhe da ist. Das ist nur bei minus 270 Grad. Absoluten Nullpunkt, dann ist er kalt, ja. Alles bewegt sich, alles. Alles bewegt. Es gibt nur Lebendigkeit. Das heißt, wir sind also mit allem, wir sind nicht anders als die Tiere, aber die Tiere sind nicht anders als die Pflanzen und so fort. Aber wir haben verschiedene Grade, ja, wo immer die Verschiedenheit, wenn sie miteinander kooperiert, auf ein neues Niveau kommt. Und wir haben 3,5 Milliarden Jahre, haben wir ein Spiel gespielt, wo ich, wenn ich jemanden treffe, der genau das Gegenteil ist von mir, ja,
dass wenn ich sage, warum bekämpfen wir uns und nicht kooperieren wir miteinander, dann finden wir eine Lösung, die eine Stufe höher angesiedelt ist. Ja? Und das merken wir schon. Wir stehen, warum laufen wir auf zwei Beinen? Es ist doch viel besser, drei Beine zu haben, das wäre stabil. Aber wenn Sie ein Dreibein sind, das ist nicht ein interessantes Leben, dann stehe ich einfach hier, wie der Tisch, der hat sogar vier Beine, um noch ein zusätzliches zu haben, dann ist das alles sozusagen stabil. Dann ist die ganze Freude draus. Da habe ich schon zwei Beine, bin ich wackelig. Aber das Wackelige ist, was uns eigentlich so, es ist so, schon so kitzelt ein bisschen. Und wenn ich auf einem Bein stehe, bin ich genau in dem Zustand, dass ich sofort umfalle, aber nicht weiß, wohin. Habe ein zweites Bein, das fällt auch um. Und dann gehen die beiden zusammen. Können wir nicht kooperieren miteinander, dass wir nicht beide umfallen? Das geht doch. Wenn du umfällst, gehst du nach vorne mit dem anderen Bein, das fällt um, ich bin dann nach vorne und dann gehe ich durch die Gegend. Dann haben wir eine neue Dimension, die es vorher nicht gab. Das ist, was das Leben ausmacht. Immer einen anderen suchen, der anders ist als ich, mit dem kooperieren und dann eine neue Welt zu schaffen. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Professor Dürr, für das wunderbare Interview. Ich könnte Ihnen stundenlang, nein, tagelang könnte ich noch zuhören. Doch wir sind am Ende und es geht nicht nur um etwas. Für die Menschheit, verehrte Zuschauer, geht es um alles. Und was muss noch passieren, bis wir das begreifen? Vielen Dank.